Hallo und herzlich willkommen zu diesem Let's Play. Hi. Lang ist's her und ich dachte, ich teste es hier mal wieder. Das wird ein reines YouTube-Let's Play und ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, was es wird. Ein Spiel, welches ich seit Generation 1 spiele und ich auch jetzt einfach gerne mal testweise mit euch gemeinsam zocken möchte. Und zwar Pokémon. Pokémon Purpur. Ich habe privat schon viel gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade so am ersten Wochenende war das bei mir nicht ganz wenig. Ich wollte aber nochmal einen neuen Spielstand starten und das Ganze dann mit euch zusammen. Ja, also ich bin jetzt ein bisschen gespoilert, aber noch nicht alles. Ich habe die Liga beispielsweise noch nicht gemacht und ich habe auch andere Sachen noch nicht ganz gemacht. Weiß aber dadurch auch ein, zwei Dinge, die ich definitiv jetzt besser machen wollen würde. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt. Und zwar suchen wir uns was aus. So, ich nehme dieses Persönchen hier unten, weil sie von der Hautfarbe her einfach am perfektesten passt. Ich bin halt Kategorie Alpiner Wandweiß und das sollte ganz gut passen. So. Wie heiße ich? Wie heiße ich denn? Also normalerweise heiße ich ja Zefi. Zefiel. Ich glaube, ich mache jetzt aber auch wirklich hier die lange Form. Also Zefiel heißt die lange Form immer schon mit dem Doppel-I, was ganz viele Leute immer übersehen, weil das F einen I-Punkt klaut. Zefiel. That's my name. So. Und eine Sache, ich habe das damals im Stream angefangen mit dem Spiel. Eine Sache, die mich sofort gehuckt hatte, war das hier. Sorry, aber es ist genau das, was ich seit sehr, sehr vielen Jahren bei Pokémon mir gewünscht hätte. Und zwar, dass du deine Frisur ändern kannst. Wir können ja mal hier durchgehen. Ich weiß, wenn es danach geht, komme ich ein bisschen spät zu dem ganzen Pokémon-Gespielte. Aber ganz ehrlich, ist mir egal. Ich habe Bock drauf. So, wir gucken uns einfach einmal alle Frisuren an. So, das ist so eine, ja, Stoppelfrisur würde ich das nicht nennen. Das sieht eher aus wie so eine Naturkrause. Ein kurzer Bob. Lang und gerade. So eine Frisur hatte ich sogar mal. So mit einem geraden Pony. Ewig her. So, das ist dann eher so der stufige Scheitelschnitt. Nee, so kurz sind meine nicht. Zurückgekämmt. Die Draco Malfoy Gedächtnisfrisur. Das ist eher so aktuell meine Frisur. So ein langer Bob könnte man es fast nennen. Aber wir gucken nochmal kurz durch. So, wir haben hier, jetzt hat sie die Augen zu, warum auch immer, Azöppchen mit ein bisschen Pony. Geflochten. Finde ich sehr cool. Passt aber halt auch nicht zu mir. Eine tolle. Yeah. Ist zwar auch nicht mein Style, aber ist sehr, sehr cool. Ein ganzer Kurzhaarschnitt. Ein Kurzhaarschnitt. Ein Pixie. Sowas würde ich mir mal schneiden lassen. Da hat meine Friseurin sich aber damals gegen gesträubt. Ein Undercut. Sehr cool. Ihr merkt schon, es ist extrem viel Auswahl. So eine Frisur hatte ich, glaube ich, als Kind. Prinz Eisenherz Gedächtnisfrisur. Ein Doppeldutt. Das ist halt natürlich sehr, sehr geil. Auch in echt. Kurze Dreads. Sehr cool. Asymmetrischer Bob. Und ich weiß nicht, was das ist. Ich muss mich mal kurz beiseite schieben. Zerzaust. Das habe ich nicht mich beiseite geschoben, sondern das ganze Spiel. Aber okay, passiert. So, aber wir haben hier den... Ich sagte ja schon, wir sind eher so Kategorie langer Bob. Das ist aktuell so meins. Farbe. Also Farben ist halt auch krass einfach in dem Spiel. Wir haben schwarz, wir haben golden, wir haben dunkelbraun, wir haben aschbraun, wir haben beige. Das ist eher so... Das könnte eher so an meine Naturfarbe rankommen. Aber grün. Es ist so geil. Was es hier gibt, weiß, natürlich Targaryen-Style. Pink. Bleu. That's me. Altrosa. Das ist auch sehr geil. Sofort an Babsi denken. Lavendel. Purpur natürlich. Karmesin natürlich. Ja,
ein bisschen dunkler. Silbern, Aschviolett, Aschweiß, es ist alles Asche, was bleibt. Aschgrün, Dunkelkobalt, Kobalt. Ich glaube, es ist Hellkobalt, genau. So, aber wir sind Red. So, das sind die Sachen, die wir hier machen können. Die Haarfarbe ändern. Ja, ich möchte mit dieser Frisur starten. Und das Geilste ist, wir können das Gesicht ändern. Ich bin im Stream damals extrem eskaliert. Weil, so, schaut euch das mal an. Es gibt 9 verschiedene Augenarten. Nummer 1, 2. Sie sieht ein bisschen verschlafen aus. Diesmal ist es halt auch wirklich, es ist eine reine YouTube-Aufnahme. Also es ist kein Stream nebenher an, kein Chat nebenher an. Und zwar, ich habe gerade kurz panisch geguckt. Weil es lange her ist, dass ich nicht gestreamt habe. Also ich würde diese Augen nehmen. Können wir mal hier das durchgehen. Grau, grün, sehr ganz grün, blau, schwarz, gelb, überhaupt nicht gruselig. Rot passt super zu den Haaren, aber ein bisschen gruselig. Braun, ultramarin, gelb, grün, Lavendelfarben, natürlich mohnrot, weiß, hellgrau, hellblau. Das finde ich auch sehr geil. Das ist ein bisschen gruselig. Wieder mal. Aber die richtigen gruseligen Farben kommen unten. Dunkelbraun, beige und mein Highlight, es gibt blaugrau. Ich selber habe blaugraue Augen und meistens ist es halt so gewesen, dass man blaugrau eher selten findet in Spielen, sondern immer nur blau. Deswegen habe ich immer blaue Augen in den Spielen gehabt. So, aber hellblau mit golden, sehr gruselig. Das ist gruselig. Das erst recht. Jetzt kommen nicht die ganzen komische Kram. So, gelb und blau. Kupfer und Rot, dunkel, das finde ich wieder cool. Und das hier ist dieses ganz creepige, ich schiebe mich mal bunt. Okay. Warum kann ich mich nicht? Danke, jetzt kann ich mich wegschieben. So, bunt. Wie gesagt, blau-grau gibt es so eher selten, aber ich nehme es mit Kusshand. So, Wimpern. Ihr merkt schon, es gibt extrem viele Einstellungsmöglichkeiten. Also wirklich viele, viele. Und es ist so toll, weil du einfach von Anfang an mit dem Charakter starten kannst. Die halt vorher nicht, ganz blöd gesagt. Weil in den früheren Spielen war es halt einfach immer so, dass du, wenn du am Anfang ein Geschlecht gewählt hast, du im späteren Verlauf dann halt vielleicht ein bisschen was ändern konntest. Diesmal kannst du wirklich komplett von vorne starten, wie du es möchtest. Und es ist so toll. So, ich hätte aber, glaube ich, gerne das hier. Nee, warte. Ist das, was ich möchte? Das hätte ich gerne. So, jetzt können wir natürlich auch noch hier die Wimpernfarbe wählen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Meine Wimpern verfärben sich meistens nur, wenn ich sie schminke. Also ist sowas halt eigentlich nur mit Make-up möglich. Deswegen bleiben wir einfach bei Schwarz. Augenbrauen. Gleiches Spielchen wie vorher. Es gibt arsch viele Variationen an Augenbrauen. Und halt immer eine kurze und dann wird es immer länger. Es ist einfach so unsagbar krass, dieses Game. Auch wenn es Bugs hat, es werden wahrscheinlich viele sagen, es ist aber ganz schön viele Bugs und und finde ich nicht toll, weil das ist ein riesiges Bug-Game. Ja, es ist richtig, es hat Bugs. Es ist absolut richtig. Grafisch hätte es auch definitiv weiter sein müssen. Das will ich absolut nicht bestreiten. Einfach, weil es Spiele für die Switch gibt, die sind grafisch einfach unglaublich. Aber diese Spiele, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob das am Pokémon-Team liegt oder nicht. Auf jeden Fall finde ich es teilweise sehr, sehr schade. Jetzt müssen wir immer kurz die Lippen. Aber ich mache jetzt erstmal kurz eine Lippenfarbe, weil so können wir uns die Lippen ordentlich angucken. So.
Ich bin absolut dafür, dass dieses Spiel hätte krasser sein können. Von der Grafik her, wie gesagt, es ist jetzt schon ein paar Tage alt. Aber ich feiere es trotzdem sehr, weil es halt im Prinzip eine Sache ist, die ich mir halt bei Pokémon immer gewünscht hatte. Und zwar immer erstens mehr. Du hattest ja früher auch mal die Möglichkeit beispielsweise, dass du wie heißt es gleich? Dass du beispielsweise, also du musstest ja immer die Liga machen. Das ist halt so ein Punkt. Du musstest halt auch immer wie heißt es gleich? Ich versuche hier gerade was hinzurichten. Das finde ich ganz süß. So, Schönheitsflecken. Ich habe hier drunter, wenn ich mich recht entsinne, ich glaube, das war da. War das da? Ja, das war da. Habe ich ein Muttermal. Das bauen wir mal mit einem. So, das wäre das hier. Das ist nämlich da auf der rechten. Da sieht man es. Sommersprossen bin ich jetzt eher nicht so der Garant für. Und jetzt sind wir wieder bei oben. Okay. So, bist du sicher, dass du mit diesem Gesicht zufrieden bist? Genau. Was ich sagen wollte, ich... Wortfindung und so. Ihr kennt es. Ich komme da gleich bestimmt nochmal drauf zurück. So, Sprache und Name können später nicht mehr geändert werden. Das ist richtig. Mit C4 bin ich ganz zufrieden. Wir sind natürlich in der Traumakademie. Es ist Pokémon Popo. Und ich würde mal sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt. Vielleicht fällt mir das gleich wieder ein, was ich sagen wollte. So, da ist unsere Einschreibung. Zephiel aus der Traubenakademie. Registrierung abgespeichert, genau, ja. Registrierung abgeschlossen. Wir befinden uns jetzt natürlich ich nenne es mal liebevoll, im Tutorial-Bereich. Und wenn das hier nicht ganz so perfekt ausgekeyt ist, liegt das einfach daran, dass ich nur ein Ringlicht habe, um das grob auszukeyen. Was auf Individualität geballt ist, schaltet schon richtig in die Zukunft schaut. Ein bisschen spät angesetzt, sorry. Tauche auch du in die Welt der Pokémon ein. Oh yeah, I like it. Direktor Clavel, Leitung der Traubenakademie. Die Paldea-Region erfreut sich üppiger Natur und malerischen Landschaften. Und nicht nur das. Sie ist außerdem die Heimat vieler wundersamer Wesen, die man Pokémon nennt. Ja. Es ist so süß. Man kann sie wahrlich überall antreffen, im Wasser, hoch in der Luft, sogar in Städten. Wir Menschen leben mit ihnen in Harmonie, geprägt von gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Hier an der Traumakademie streben wir danach, Pokémon noch besser zu verstehen. Dafür kommen wir mit Menschen aus allen Regionen zusammen, um gemeinsam zu lernen. Und als Trainer wachsen wir Seite an Seite mit unseren Pokémon, indem wir Kämpfe austragen. Der umfangreiche Lehrplan dieser Akademie hilft Schülern dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten. Ja, ein bisschen lauter. Bei uns wirst du nicht nur Freunde und Pokémon, sondern auch dein wahres Ich kennenlernen. Wuhu, Party! Yay! Wuhu! Wir alle freuen uns, dich bald an der Traumakademie begrüßen zu dürfen. Da fliegt ein Pokémon! Ein ganz spezielles Pokémon. Pokémon Purpur. Eigentlich sehr cool, dadurch, dass ich das Spiel jetzt ein bisschen kenne, kann ich diesen Rundflug noch ein bisschen mehr appreciaten. Hui! Da ist die Akademie. Da ist der Leuchtturm. Da ist der Strand. Hm.
Papageien. Papageien. So. Und das ist unser Zuhause. Was ich sagen wollte, das fällt mir nämlich jetzt gerade wieder ein. Also, früher hatte man ja immer dieses so von wegen, ja, du musst die Pokémon-Liga machen, vielleicht kannst du noch ein bisschen Pokémon-Wettbewerbe machen, je nachdem welches Spiel. Hier hast du halt wirklich drei Handlungsstränge im Prinzip. Und das finde ich mega cool. Das hat mich wirklich sehr begeistert mit den drei Handlungssträngen, weil dieses, das macht das Spiel nicht nur größer. Du kannst mehr Zeit in diesem Spiel verbringen, nein. Es sind auch unterschiedliche Abenteuer, die du dadurch bestreiten kannst. Und das habe ich halt einfach sehr genossen bis jetzt. Und ich möchte es jetzt halt dementsprechend mit euch beiden, genau. Hallo, ihr zwei, die zuschauen. Ich danke euch beide, dass ihr da seid. Wenn noch mehr dazu kommen, willkommen. ich möchte es gerne jetzt einfach mit euch machen. So, das ist unser Zimmer. Wir kennen es. Mit der linken kann ich mich bewegen, mit dem rechten kann ich so ein bisschen Kamera machen. Wir haben hier ein sehr, sehr süßes Kissen. Diese Raffelpuppe wurde aus besonderem weichem Material hergestellt. Nennt sich Fluff. Unsere Tasche und unseren Hut. Unser Bettchen. Classic natürlich. Eine Switch-Konsole. Man hat immer die aktuellste Konsole, auf der man auch spielt, hier hängen. Unser Kleiderschrank. Der ist voll mit Pokémon-Sticker. Die Paldea. Ne, da ist also eine Karte von Paldea auf jeden Fall. Wir haben immer einen Fernseher. Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Paldea, deine Städte. In dieser Folge reden wir über Nesalona City, die Stadt, in der das akademische Herz der Region schlägt. Hochzeit ist auf, Hochzeit aufzubrechen. Okay, ich habe verstanden. Wir haben hier eine süße Mirapla-Töpfchen. Und was ich sehr, sehr lustig finde, wir haben ein offenes Zimmer. Wäre ich jetzt als Kind nicht so der Fan von gewesen? Weil jeden Murks, den du machst in deinem Zimmer, hört Mama natürlich sofort. Oder das Raffel. Also wir haben hier ein offenes Zimmer. Da oben. Wir sind direkt mit der Wohnung verbunden, die offen ist. Also ich weiß nicht, man müsste es wahrscheinlich übelst heizen. Aber ich kann euch jetzt auf so einzelne Details am besten direkt hinschmeißen. Das hier. Das ist das Zimmer deiner Mama. Es wäre unhöflich, ungefragt einzutreten. Unsere Mama hat ein Zimmer. Es hat nur über 20 Jahre gedauert, bis unsere Mama ein Zimmer hat. Mal davon abgesehen, dass wir immer noch keinen Papa haben. Aber unsere Mama hat ein Zimmer. Warum haben wir eigentlich immer nur einen Elternteil? So, da ist unser Raffel. Diese riesige Wohnung. Hallo. Ja. Und da ist die Küche. Und da ist unsere Mama. Also die Farbe haben wir definitiv von unserem Papa, den wir nie kennenlernen werden. Der auch nie existiert. Wir haben nämlich immer nur eine Mama. Oh, du trägst ja schon deine Uniform. Nun, heute ist schließlich dein erster Tag an der Akademie. Ich freue mich so sehr für dich, mein Schatz. Aber leider musst du dich noch ein wenig gedulden, bevor es losgeht. Die Akademie hat sich eben bei mir gemeldet und gemeint, dass du noch daheim warten sollst. Offenbar ist etwas sehr Wichtiges noch nicht angekommen, dass du zu, was du zum Einschreiben brauchst. Ding dong! Oh, das klingt ja nach dem perfekten Timing. Schau bitte mal nach, wer da an der Tür ist. Alles klar. Ist das nicht eine geile Küche? Also, der Apfel ist ein bisschen makaber. Aus Pokémon-technischen Gründen. In diesem Kühlschrank enthält, habt ihr zum Einzug gekauft. Er enthält Zutaten für Sandwiches. Mmh. Eigentlich müsste ich hier jedes Mal sitzen, wenn ich jetzt aufnehme und ein Sandwich esse. Wir gehen mal zur Tür. Ganz gemächlich. Ich finde, die braunen Schuhe passen überhaupt nicht dazu. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Ja, danke, dass du einfach reinkommst. Oh! Du müsstest dann also Zephyr sein, richtig? Ich bitte vielmals um Verzeihung, dass sich deine Einschreibung so verzögert hat. Oh, aber ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Clavel. Ich bin der Direktor der Traubenakademie. Na, sowas. Und das Raffel hinten direkt so, geil, Mama ist aus der Küche, ich geh Fresschen holen. Das ist ja direkt der höchstpersönlich. Nun, immerhin bin ich für die Unzulänglichkeiten der Akademie verantwortlich. Das hier sind die Unterlagen, die ihre Tochter für die Einschreibung benötigt. Okay, so eine Tasche. Krass. Oh, das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Darf ich Ihnen vielleicht eine Tasse Tee anbieten, wo Sie doch den ganzen Weg hierher auf sich genommen haben? Nein, nein, machen Sie sich bitte keine Umstände. Zephiel, ich habe noch etwas mit dem Direktor zu besprechen. Bereite dich doch so lange in deinem Zimmer auf die Akademie vor. Vergiss deinen Beutel und deinen Hut nicht. Mhm.
Senior Direktor, wenn Sie vielleicht Platz nehmen wollen. Okay. Gut, dann nehme ich Ihre Einladung dankend an. Natürlich. Ich muss jetzt... Da sitzen Sie. Wie bestellt und nicht abgeholt. So, jetzt muss ich in mein Zimmer gehen, was eigentlich im Prinzip alles bedeuten kann. Mama, ich gehe in die Küche. Das ist ja auch mein Zimmer. Mir lassen den Fernseher... Kann ich noch wieder abschalten? Ja, kann ich. Oh, Gott sei Dank. So, wir sind in unserem Zimmer. Und hier haben wir natürlich das, was wir brauchen. Möchtest du deinen Beutel und deinen Hut mitnehmen? Eigentlich möchte ich nicht meinen Hut mitnehmen, aber ich möchte den Beutel gerne mitnehmen. Ich bin kein Fan von Hüten. Aber ich hätte gerne diese Tasche. Ich bin schon cute. Finde ich. Also... Mit dem X-Knopf kannst du das Hauptmenü öffnen, wählst du dort Speichern aus, kannst du den Stand deines bisherigen Abenteuers sichern. Solche hilfreichen Tipps für dein Abenteuer kannst du jederzeit in der Abenteuerfibel durchlesen. So, wir sind ready. Ready for Academy. Ach, sorry, der Rucksack ist doch mal richtig cute. Ich bin kein Fan von Hüten, ich bleib dabei. Das Logo ist auch mega geil. Oh, wunderbar. Gut schaust du aus, mein Schatz. Perfekt vorbereitet für deinen ersten Tag. Vorzüglich. So sieht eine Musterschülerin unserer Akademie aus. Oh, was ist heute nur los mit mir? Ich habe ganz vergessen, dir das Wichtigste zu übergeben. Hier im Haus wäre es vielleicht etwas unpassend. Würdest du bitte mir nach draußen folgen? Ich frage mich, was der Direktor meint. Komm, lass uns mal nach draußen gehen. Wir haben keine andere Wahl. Und so, dann gehen wir mal raus. Ladezeit. Ladezeit. Da sind wir. Und da ist er. Wohlan, liebe Pokémon. Euer Moment ist gekommen. Ja! Sind Sie nicht cute? Es ist Tradition, neuen Schülern der Akademie ein Pokémon zu überreichen. Du kannst selbst entscheiden, welches dieser drei Pokémon dir als Partner zur Seite stehen soll. Das hier ist Filori, das Flora-Katzen-Pokémon. Filori! Das ist Krokel, das Feuer-Kroke-Pokémon. Oh, die sind so süß. Und zu guter Letzt hätten wir Quarks, das Jungenten-Pokémon. Quark! Sie sind alle sehr anhänglich. Meist wollen sie gar nicht von deiner Seite weichen. Niam, 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 niam. Die sind so süß. Nanu. Oh, sie scheinen dich sehr interessant zu finden. Dann bin ich wohl abgeschrieben. Ich wäre ja gerne dabei, während du dein Pokémon auswählst, aber ich muss mich so langsam zum nächsten Hausbesuch aufmachen. Ja, die fette Villa da hinten. Du findest mich in dem Haus dort drüben. Lass dir ruhig Zeit, genügend über deine Wahl nachzudenken und gib mir Bescheid, wenn du dich entschieden hast. Nun denn, ich empfehle mich. Oh, die sind so süß. Ach, der Direktor ist unglaublich höflich. Aufmerksam. Findest du nicht? Diese drei Pokémon sind wirklich herzallerliebst. Wie soll man sich da nur entscheiden? Es ist ganz einfach. Wie wäre es, wenn du sie auf einen kleinen Spaziergang mitnimmst und schaust, wie es so läuft? So lernst du die drei vielleicht besser kennen. Ach, bevor du losziehst, habe ich noch ein Geschenk für dich zur Feier deiner Aufnahme in der Akademie. Du erhältst ein Smart Rotom, das Pokémon-Handy. Smart Rotom wurde in die Basis in der Tasche gesetzt. Das neueste Smartphone-Modell, in dem sich ein Pokémon namens Rotom befindet. Dieses Mobiltelefon ermöglicht die Nutzung allerlei praktischer Apps. Oh yeah. Das ist ein nagelneues Smartphone. Ich lese dir mal die Bedienungsanleitung vor. Ja, Y drücken. Anscheinend kannst du damit die Karte aufrufen, wie praktisch. Pass gut auf dein Handy auf, ja? Jetzt aber los mit dir. Viel Spaß. Tschüss, Mama. So, wir befinden uns in einem wunderschönen spanischen Setting. Begib dich zum Nachbarhaus. Genau. Wir befinden uns in einem wunderschönen spanischen Setting. Wir haben hier süße kleine Pokémon. Hallo. Ja. Hallo. Ja, ich will dich anquatschen. Lass mich dich anquatschen. Hallo. Will ich auch anquatschen. Ich muss in dich reintreten, um das zu können. Hallo. Ja, sie sind so süß. Wir befinden uns im Prinzip auf einer spanischen Insel. Wir haben hier scheinbar Kürbisse in unserem Garten. Krasser Scheiß.
kann durch die Büsche gehen. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich kann noch nicht rennen. Aber ich gehe erstmal rum. Because of this. Pokebälle. Auch wie früher kennt man es ja. Pokémon liegen überall überall verstreut. Jetzt haben sie aber diesen wunderschönen Schein. Also man sieht sie im Prinzip sehr, sehr eindeutig. Was ganz gut ist, weil diese Welt einfach so fucking riesig und belebt ist, dass man einfach... Hallo ihr drei. Das übersehen würde. Weil hier ja gefühlt alles leuchtet. Und da leuchtet es nochmal. Ich weiß noch, auf dem Dach ist auch noch was. Was denn? Ihr drei Chaoten, ihr. Drei süßen Chaoten. Sie folgen mir aber auch nicht hierhin. Finde ich immer ganz lustig. So, nehmen wir das auch noch mit. Wir haben einen fetten Garten mit jede Menge Obst und Gemüse angesetzt. Kann ich davon auch was mitnehmen? Nee, ne? Nee, Mamas Kräutergarten kann ich nicht plündern. Ah, sorry, ey. Das ist halt schon... Ist schon Töfte hier. Wer würde nicht so leben wollen? Da oben müssen wir irgendwann nochmal hin. Na, guckt euch mal diese Aussicht an. Ist es nicht geil? Außer bei Sturm, da stelle ich mir das sehr unschön vor. Oder hin ist scheint. Ist es shiny, shiny? Ey, sorry, aber wer möchte nicht... Also, ne? Also, ihr wisst schon, ne? Es ist schon einfach... Unglaublich hübsch. So. Das nehmen wir auch noch mit. Ab durch die Hecke. Da rennen die drei. Oh, guck mal, das Wasser. Der Wasserhahn ist für den Garten. Daran solltest du nicht herumspielen. Warum nicht? Ich könnte alles wässern. Wobei man ja nicht mitten am Tag wässern sollte, sondern eher abends. Damit nichts verbrennt. So, das war jetzt bei uns zu Hause. Unserem süßen kleinen Gartenzäunchen hier. Da hinten waren wir ja gerade. Gehen wir mal weiter. Das ist halt... Die sind schon sehr cute, wie sie hinterher rennt. Hallo. Ah, sie sind so niedlich. Oh, und eine Sache. Falscher Knopf. Es gibt wieder den Kameramodus. Wenn du den Abwärtsknopf drückst, kannst du die Kamera-App nutzen, bewegt die Kamera frei umher, unterwegs Fotos von verschiedenen Orten zu schießen. Drücke den Y-Knopf, während du die Kamera-App geöffnet hast, um ein Foto von dir selbst zu schießen. Drücke den Knopf erneut, um zum normalen Menü zurückzukehren. Wenn du Fotos ein wenig Pep verleihen willst, kannst du natürlich mit Filtern wechseln. Alles klar. So, das heißt, wir jetzt so machen. Wo sind sie? Wo sind sie? Hallo? So, und dann muss ich jetzt das da drücken. Foto! 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 Sehr süß. So. Ich gerade ernsthaft die Augen zu? Tatsache, ich hatte die Augen zu, wie man das oben links gesehen hat. So, machen wir das Info wieder an. Und machen das weg. So. Also wir können auch Selfies machen. Wir können auch die Gegend fotografieren. Vielleicht kriege ich es ja hin, so die Thumbnails zu machen. Ich weiß noch nicht. Nee, das kriege ich glaube ich nicht so hin. Müsste ich ja jedes Mal... Das müssen wir uns angucken. Ja, ich hätte das gerne angeguckt. Dann bitte da weg. Ruckel. Tap, 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 tap. Kann ich das nicht angucken? Ja, ich kann nur dich angucken. Es ist okay. Es ist okay. Hallo Mensch. Oh, ich kann rennen. Oh, geil. Rennen. Kushariko. Hallo. Oh, sie sind so niedlich. Ich möchte sie am liebsten alle mitnehmen. Das hier ist Kushariko. Ein kleiner, aber feiner Ort. Mhm. So, jetzt können wir jetzt speeden hier. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Mit Hilfe der Kommunikationsfunktionen kann man wohl mit bis zu drei Freunden gemeinsam spielen.
Oh yeah. Verratet es mir doch mal gerne in die Kommentare, ob wir das auch mal machen sollen. Ich hätte da so ein paar Kandidaten, denen man das hier bestimmt super gemeinsam zocken kann. So, ich wollte sagen, das Wichtigste ist, sich umschauen. Wie auch schon vorher bei Pokémon ist Umschauen wichtig. Aber jetzt ist es nochmal umso wichtiger, weil du hier extrem viele Items kriegen kannst, indem du dich einfach nur umguckst. Und das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. So, sind wir hier. Weg sind sie. Natürlich. Ja. Ja, es ist so süß. Die sind so niedlich. Ja. Du bist die Trainerin dieser Pokémon? Ja, bist du die Trainerin? Sorry. Nicht ganz. Noch hat sich C4 nicht für eines dieser drei entschieden. Oh, jetzt kommt der Moment der Entscheidung. Auf welches Pokémon? Oh, es versucht, es knabbert an dem kaputten, an dem verbrannten. Sorry. Ich war von der Cutie-S einfach überwältigt. Welches ich jetzt, ja. Sie sind so süß. Hallihallo. Wir kennen uns noch nicht, oder? Nee, woher auch? Du bist früher hergekommen, als ich gedacht hatte. Senior Direktor, sagen Sie, ist das vielleicht... Darf ich dir deine neue Mitschülerin Cephiel vorstellen? Hab ich mir noch gedacht. Du bist in das Haus von dort drüben eingezogen, stimmt's? Ich war schon total gespannt darauf, dich endlich kennenzulernen. Oh, ich heiße übrigens Nenila. Die meiste Zeit wohne ich in der Akademie, aber das hier ist mein Zuhause. Also, Nachbarin, lass uns doch einfach Freundinnen sein. Ja, klar. Das war die einzig richtige Antwort. Wir kommen sicher super miteinander klar. Nenila ist unsere Schulsprecherin, solltest du wissen. Und nicht nur das. Sie ist außerdem eine äußerst begabte Trainerin, die bereits den Champ-Rang innehat. Ich liebe Pokémon-Kämpfe über alles. Komm, lass uns direkt loslegen. Ein Kampf, hier und jetzt. Nun, sei mit deiner neuen Klassenkameradin nicht so ungestüm. Ihr werdet genügend Zeit haben, euch näher kennenzulernen. Also lass es langsam angehen. Was? Wir sind in einer Klasse? Voll gut. Dann können wir ja kämpfen, so viel wir wollen. Nun denn, Cephiel. Frag mich, warum ich in so eine hohe Klasse komme. Hast du dich entschieden, welches Pokémon dein erster Partner sein soll? Mein erster Partner? Krieg ich noch mehr? Wenn ja, weiß ich nicht, dass ich mehr kriege. So, wen von euch drei süßen Cutie-Pokémon nehme ich denn jetzt? Kann ich nochmal weggehen? Ich kann mich nicht entscheiden. Darf ich gehen? Mensch, Cephiel, du musst doch noch ein Pokémon wählen. Mann, oh. Es sind alle so süß. Was soll ich denn hier nehmen? Ich weiß es doch nicht. Immer diese Qual der Wahl.